Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die freie Wahl des Smart Metering-Anbieters, nämlich der sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreibers durch jede Person, nämlich durch uns Mieter oder Eigenheimbesitzer. Der Smart Meter Rollout hat ja, wie ihr hier auf diesem Kanal zuerst erfahren habt, Anfang 2020 begonnen. Formell betrachtet am 24. Februar 2020. Natürlich hat die Corona-Pandemie hier erstmal noch mal so gewisse Bremse angezogen, aber der Rollout der sogenannten intelligenten Messsysteme geht ja jetzt so richtig los. Und das Messstellenbetriebsgesetz, das Gesetz, was alles da herum um den Smart Meter Rollout regelt, hat im Paragraph 5 das Auswahlrecht des sogenannten Anschlussnutzers definiert. Und der Anschlussnutzer, das sind wir als ganz normale Personen, als Mieter oder eben als Eigenheimbesitzer. Und wir haben eben laut diesem Paragraphen ein freies Wahlrecht für einen sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreiber, wenn wir das denn wollen. Und wenn dieser Anbieter genauso gut wie der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber die Aufgaben rund um Smart Metering umsetzen könnte. Der Grundzuständige, das ist unser vor Ort Netzbetreiber, der das schon immer zuständig war für die Stromzähler, der ist grundzuständig, aber es gibt eben die Wahl für den Wettbewerblichen. Das könnte jetzt jeder Dienstleister sein, das könnte ein Stromversorger sein, der jetzt eben auch im Smart Metering-Bereich unterwegs ist, das könnten Technologieunternehmen sein, das könnten Startups sein, die eben ein besonders gutes Angebot rund um Dienstleistungen, Mehrwerte und Technologien im Smart Metering-Bereich haben würden. Und wir können laut diesem Paragraphen eben frei wählen, wer für uns der Messstellenbetreiber, der Anbieter der Smart Metering-Technologie sein soll, wenn es denn keine Rahmenbedingungen gibt, die das verhindern würden. Die eine ganz zentrale Rahmenbedingung, die das verhindern würde, werden wir im nächsten Video uns anschauen, nämlich das Auswahlrecht des Anschlussnehmers. Und das ist der Eigentümer, der Vermieter, der nämlich unter bestimmten Voraussetzungen über unsere Entscheidung hinweg festlegen darf, wer Messstellenbetreiber wäre. Das aber ein einzelnes Thema. Heute soll es darum gehen, dass wir also tatsächlich über das Messstellenbetriebsgesetz entscheiden können, dass wir einen anderen Anbieter haben könnten als denjenigen, der bei uns vor Ort grundzuständig ist. Wenn also jetzt irgendwann wir in Frage kommen, weil wir im Regelfall mehr als 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch jetzt haben müssten, dann würden wir eben irgendwann in die Rollout-Planung des Netzbetreibers vor Ort kommen und würden ein intelligentes Messsystem eingebaut bekommen. Das würde dann bedeuten, wir bekommen die Technik eingebaut und auch die Rahmenbedingungen angeboten, die eben vor Ort gegeben sind. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass wir ein bisschen mehr vorhaben, dass wir vielleicht eine richtige Smart Home Technologie gleich verbinden wollen mit dem Smart Meter und auch da gerne besondere Services noch haben wollen. Und das bietet eben unser Vor-Ort-Anbieter gar nicht an. Deswegen wollen wir einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Und dann können wir mit jedem, der sowas anbietet, einfach einen Vertrag abschließen. Das könnten auch so Koppelangebote sein, Bündelangebote sein, bei der dann auch zum Beispiel so etwas wie die Heizkostenablesung, die Betriebskostenabrechnung zusammen mit Strom und den anderen Aspekten, die sie vielleicht noch anbieten im Smart Building, also gemeinsam dann abgebildet werden könnten, gemeinsam gedienstleistet werden könnten. Und dann können wir einfach nach Vertragsabschluss dann den neuen Zähler eingebaut bekommen und dann geht es eben los. Das ist natürlich auch noch so eine Idee, wenn die Ankündigung kommt vom grundzuständigen Messstellenbetreiber, dass wir in 3 Monaten jetzt ein Smart Meter eingebaut bekommen. Wir finden den aber gar nicht so toll und die Services sind eher lahm, die da mitgeboten werden. Dann können wir jetzt immer noch sofort uns entscheiden, einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber zu wählen und dann ist der Einbau des Grundzuständigen egal. Dann haben wir nämlich einen eigenen gewählt und dann ist der praktisch überschrieben. Dann wird der durchgeführt. So, außer natürlich, wie gesagt, wir haben hier das Wahlrecht des Vermieters, des Eigentümers, was aber im nächsten Video dann nochmal genauer erklärt wird. Es ist jedenfalls interessant, was so für Angebote jetzt über die nächste Zeit entstehen werden rund um den wettbewerblichen Messstellenbetrieb, was da für Technologien oder Services mit angeboten werden könnten, um eben auch die Endkunden zu überzeugen und um eben vielleicht auch die optionalen Einbaufälle unter 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch davon zu überzeugen, sich aktiv einen Smart Meter ja zu bestellen und eben so einen Vertrag mit dem Wettbewerblichen abzuschließen. Das werden wir sehen, was da passiert. Habt ihr erstmal Fragen zum Wahlrecht des Mieters oder des Eigenheimbesitzers rund um den wettbewerblichen Messstellenbetrieb, dann schreibt die erstmal unten in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.